Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Heute soll es um ein Produkt gehen, das hat vor allem auf Amazon, muss ich sagen, ganz, ganz viele positive Wirkungen. Und ich darf kurz vorab eine Erklärung dazu geben, warum ich das verwendet bzw. getestet habe. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Haarprodukt, was ich an Friseurtagen oder Barbiertagen benutzen kann. Wie ihr wisst, bin ich vor kurzem umgezogen. Es gibt hier leider, muss man sagen, in der Gegend keine Friseure, die sich mit Pomaden besonders gut auskennen. Deswegen bin ich jetzt darauf angewiesen, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche ein softes Leitprodukt, wo ich sagen kann, das gibt mir ein bisschen Halt, wo ich ganz einfach zumindest für die Zeit, dass ich zum Friseur bin, beziehungsweise dann auf der Arbeit bin und anschließend gleich zum Friseur gehen kann, es zumindest hält. Also ich nicht ganz schlimm aussehe. So. Und heute übrigens auch, vielleicht wie ihr im Hintergrund seht, mit Panorama, das wunderschöne Alpenpanorama unseres lieben Staates, das dachte ich mir, ist vielleicht heute mal eine nette Abwechslung. So, heute soll es um die Tenax Frisiercreme gehen. Steht drauf, Brillantina per Capelli, also es ist eine Brillantine, die vor allem viel, doch deutlich Glanz gibt. Wird in Florenz hergestellt, also kommt aus der Gegend um Florenz, also ein italienisches Produkt. Da ist, sage ich gleich vorab, doch deutlich mehr Chemie drin als sonst bei den Produkten, wo ich sage, die würde ich bewerben oder da gebe ich eine Kaufempfehlung ab. Wie gesagt, es soll heute vor allem darum gehen, dass ich euch ein Produkt vorstelle, wo man halt sagen kann, gut, okay, damit kann man zum Friseur gehen, ohne dass es jetzt gleich heißt, okay, wir müssen jetzt zweimal Haare waschen und dann kann ich mal schneiden. So, das ist, wie gesagt, also prinzipiell ist es eine Brillantine, hinten steht drauf, es ist ein Firmhold und da wären wir auch schon gleich bei der Kategorie. Der Firmhold stimmt natürlich nicht, das ist eine Soft, wenn, kann man sagen, überhaupt, da brauche ich keine Kategorien für Hitze, Wasser und Wind, das hält wirklich nur das Minimum. Firm stimmt nicht, das ist halt, es gibt ein bisschen Halt, ja, aber der ist sehr, wie soll ich das nennen, akzenturiert vielleicht, kann man das nennen. Ansonsten muss man sagen, wie gesagt, es ist wie eine Frisiercreme, super leicht einzuarbeiten, reinzugeben. Was mir hier, wie gesagt, von den Inhaltsstoffen überhaupt nicht gefällt, ist, da sind Acrylate drin. Aber wie gesagt, ich habe es halt um dem Aspekt getestet, dass ich halt gesagt habe, gut, okay, ich würde ganz gerne etwas haben, wo ich eben mich auf den Friseur vorbereiten kann. Ich schaue nur ganz kurz nach. Eben Acrylate, Cross-Polymere und Benzylalkohol. Also gut, das ist jetzt nicht so favorisierbar. Aber wie gesagt, es hat auf Amazon vor allem deswegen gute Reviews bekommen, weil halt eben Leute, die ganz einfach ein leichtes Haarprodukt halt haben wollen, muss man sagen, hier schon ihre Heimat finden, kann man sagen. Es ist vom Duft her, es ist ein klassischer Barbershop, mild, leicht süßlich, so ein bisschen Vanilleunterton schwingt damit, aber das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, nichts, wo ich sagen würde, da haut es euch jetzt vom Sockel, aber immer noch muss man sagen, wirklich ein solides Produkt. Ich habe eigentlich, muss man sagen, für die tägliche Anwendung würde ich es auf keinen Fall empfehlen. Ich bleibe immer noch bei meinen Standardpomaden, wie gesagt, da nehmt lieber die Dirk Ohms und die Lockharts oder die Michael Gillard oder die Bone Crusher. Also das ist definitiv zu bevorzugen als diese hier, aber die ist halt für Friseurtage, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mir dann trotzdem die Haare gewaschen. Obwohl das eigentlich wirklich, muss man sagen, jetzt kein großes Ding ist, aber gut, das ist halt... Wenn halt Menschen damit oder die Friseure halt damit nicht familiär sind, das ist ja auch nicht mal ein Teil der oder ein integrativer Teil der Friseurausbildung, sich mit diesen Produkten überhaupt auszukennen oder auseinanderzusetzen, was eigentlich eine Tragik per se ist, aber das ist ein anderes Thema. Dann muss man ganz ehrlich sagen, sie ist sicherlich für Leute, die sagen, sie brauchen einfach nur ein bisschen Halt nochmal über den Tag und ich gehe danach halt eben nach der Arbeit zum Friseur. Für die ist das sicherlich kein schlechtes Produkt. Ich fand es okay für diese spezielle Anwendung. Für den täglichen Gebrauch empfehle ich es definitiv nicht. Zu viel Chemie, zu wenig Halt. Da kommt sonst nichts bei rüber. Aber es ist so nicht schlecht. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch wieder zumindest heute ein bisschen einen kurzen Einblick über
dieses Produkt hier ein bisschen gewähren. Es wird wieder ausführliche Reviews geben. Ich warte gerade noch auf meine Bestellungen. Da kommt dann tatsächlich dann doch ein bisschen mehr. Bis dahin darf ich euch noch um ein bisschen Geduld bitten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.